Stehplattenverdichter, anders als andere. In Zeiten ständig höherer Kraftstoffkosten und Umweltvorgaben sind es immer wieder die innovativen Maschinen von Stehr, die sich dieser Entwicklung stellen und zukünftige Probleme schon heute lösen. So waren es die Spezialisten aus Oberhessen um Jürgen Stehr, die auch mit dieser Erfindung bewiesen haben, dass mindestens 50% der Energie, die bei herkömmlichen Verdichtungsgeräten benötigt wird, für unnötige, manchmal sogar schädliche Schwingungen in die Umgebung verloren geht. Wenn diese unnötig aufzubringende Energie eingespart wird, bedeutet das 50% weniger Kraftstoffverbrauch und in gleichem Maße weniger Erzeugung von CO2. Durch eine gleichzeitig dreifach bessere Flächenleistung wird die CO2-Bilanz erheblich verbessert. Und die Verdichtungsvorgänge lassen sich in der Zukunft besser, energieeffizienter und kostengünstiger durchführen. Genau diese Theorie konnte jetzt wieder einmal auf einer Baustelle bei der Firma Bagger Schenk im hessischen Limburg eindrucksvoll dargestellt werden. Da die erforderlichen Verdichtungswerte mit einem 13-Tonnen-Walzenzug nicht erreicht wurden, kamen hier die stärksten Stehr-Hochfrequenz-Plattenverdichter SBV-160-3, angebaut an einem Fendt 939 Vario, zum Einsatz. Mit einer Wuchtkraft von 3x160 kN und einer Frequenz von 70 Hz wurden bereits bei nur einem Übergang ungefähr die doppelten Verdichtungswerte gegenüber der Walze angezeigt. Wie dem Fachmann bekannt sein sollte, werden durch die Einwirkung der dynamischen Kräfte durch Vibration in den Boden die einzelnen Körner in Schwingungen versetzt. Dadurch verlagern sich die kleineren Körner zwischen die Hohlräume der größeren Körner. Es entsteht eine dichtere, tragfähigere Lage. Durch die hohe Schwingungsfrequenz der Stehrplattenverdichter erfolgt eine noch schnellere Umlagerung der Einzelkörner in die Hohlräume. Es entsteht eine dichtere Lage mit dem Resultat viel besserer Verdichtungsergebnisse. Dies wird alles durch das Zusammenspiel physikalischer Formeln, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, F gleich M, die Lehre über die physikalischen Eigenschaften bei der Bodenmechanik und einer eigens von Stehr entwickelten Elektronik erreicht. Durch zusätzlichen Druck, der durch Belastung auf das nicht schwingende Oberteil elektronisch geregelt wird, lässt sich die Flächenpressung erhöhen und es entsteht eine wesentlich homogenere Oberfläche. Da dies alles mit kaum merkbaren Übertragungsschwingungen in die Umgebung erfolgt, wird noch ein bekanntes Problem gelöst. Hochempfindliche elektronische Geräte sowie Messgeräte für GPS-Einmessungen und Baggersteuerungen arbeiten ohne Störungen, da fast keine Schwingungen mehr in die Umgebung übertragen werden. Eine enorme Verbesserung der Verdichtung wird über eine geregelte Wasserzugabe erreicht. Dadurch wird an der Frontseite des Schleppers ein 2000 Liter fassender Wassertank angebracht und über einen Sprühbalken das Wasser mit hohem Druck nur auf der Breite der zu verdichtenden Fläche genau dosiert aufgebracht. Da das Wasser ca. 10 Meter vor dem Plattenverdichter auf den Boden trifft, kann es somit besser in diesen versickern und es kommt dahin, wo es beim Verdichten gebraucht wird. Dabei umschließt das Wasser wie ein Film die Einzelkörner und wirkt wie ein Schmiermittel. Dadurch werden die Reibungskräfte enorm vermindert. Es erfolgt eine schnellere Kornumlagerung mit dadurch resultierender höherer Dichte. Hallo, mein Name ist Moritz Schenk von der Firma Bagger Schenk. Wir haben hier einen Stehr SBV 160 Plattenverdichter zum Test und bauen hier 25 cm Frostschutzmaterial ein. Wir haben bei einem Übergang mit dem Plattenverdichter schon doppelt so gute Werte wie mit dem 13-Tonnen Walzenzug hier im Hintergrund. Zudem haben wir dann noch eine Überfahrt mit Wasserzugabe, mit dem Fass vorne dran, durchgeführt. Und selbst das bringt noch wesentlich bessere Verdichtungsergebnisse. Ja, wir sind voll und ganz von dem Produkt überzeugt, da wir auch
in der Umgebung, wie hier zu der Totalstation, kaum Schwingungen haben. Also wir können mit der Maschine hier langfahren und weiterhin vermessen. Das kann man jetzt mit dem weißen Zug hier neben uns nicht, weil die Schwingungen halt eben 200, 300 Meter weit zu spüren sind. Das hat man halt mit dem Gerät so gut wie gar nicht. Weitere innovative Stehr-Ideen finden Sie auch unter www.stehr.com und unsere Baumaschinen in Aktion unter www.stehr.tv.